Wichtig ist mir eigentlich, dass wir unsere Produkte möglichst selber machen können. Das macht einerseits meine Arbeit interessanter und es ist auch für die Leute interessanter, wenn sie nicht einfach Produkte bekommen, die fixfertig daherkommen, wo sie nur noch mehr oder weniger montieren. Mein Name ist Willy Bär. Ich habe hier den Betrieb Ostermundigen. Ich bin jetzt rund seit 30 Jahren da, jetzt auch in der Generation. Wir machen ein bisschen alles, aber unsere Spezialität ist eigentlich, dass wir alles probieren, irgendwie möglich zu machen. Candy hilft insofern, dass wir von Normierung her es nicht allzu fest verzetteln, weil das ist Gefahr, wenn man selber konstruieren und alles selber machen. Wir zeichnen schon seit über 30 Jahren CAD zeichnen und wir zeichnen schon seit über 30 Jahren 3D zeichnen. Wir haben nicht alles 3D gezeichnet, aber dort, wo es Sinn gemacht hat, dort, wo die Projekte sehr komplex waren, wo das normale Vorstellungsvermögen schon bald überschritten wurde, dort haben wir das gemacht. Auch dort, wo wir müssen visualisieren mussten. Nur haben wir dann daraus halt noch eins von Hang wieder Stückliste geschrieben und wir haben von Hang wieder CNC programmiert. Und diese Schritte, die haben wir eigentlich wollen zusammenfassen zu einem und das ist das, was wir jetzt mit Candy machen können. Mein Name ist Urni Andi, ich bin hier seit etwa 2 Jahren und ich bin hier als Projektleiter tätig. Der grosse Vorteil, den ich sehe bei CAD&T und RWDM, ist, wir haben die Visualisierung, die wir haben, und anhand dieser können wir gerade Produktionsdaten und Stücklisten generieren. Wir haben jetzt gemerkt, dass wir sehr viel Zeit einsparen können mit der Variante, was wir vorher verschiedene Sachen gemacht haben. Der Entscheid, mit CAD&T das zu realisieren, hat auf zwei Gründen basiert. Das eine ist, CAD&T ist flexibel. Es schafft mit Normelementen, die vorhanden sind, die sind schon aufgebaut. Und es lässt sich trotzdem mal verändern. Das ist für uns sehr wichtig. Und auf der anderen Seite ist die Abhängigkeit, die ich hatte, praktisch von einem Mann, der auf der CNC gearbeitet hat, für mich ein grosses Risiko. Also, Ferien lassen sich noch planen, Krankheit lässt sich schon nicht mehr planen, irgendwelche Ausfälle lassen sich gar nicht planen. Ich bin dummerweise der, der CNC als einziger auch noch bedient hier. Und wenn ich das selten mache, macht es für mich relativ schwierig. Wenn ich aber mit CAD&T arbeiten kann, ist das auch für mich eigentlich kein Problem. Oder wäre auch nicht das Problem, jemanden dort nachzuziehen, der mit diesen Sachen arbeiten kann.